Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr den ganzen Weihnachtsspeck in einer Nacht verbrennen könnt, und zwar wie ihr realistisch 1 Kilogramm Fett verbrennt über die Nacht. Und zwar machen wir das in Form von einem Tee, den ihr trinkt, bevor ihr schlafen geht. Zum Schlafen gehen gibt es auch noch ein paar Tipps, aber die zeige ich euch gleich im Bett. Also, wir haben einmal Sojasauce. Die bindet alle Flüssigkeiten, die ihr dann in der Nacht später ausschwitzen sollt. Pfeffer, einfach um den Stoffwechsel so ein bisschen zu boosten. Es wird euch ein bisschen wärmer dadurch. Peperoni, ist ein bisschen eklig, aber ja, wer halt gut über Weihnachten gegessen und getrunken hat, der muss halt ein bisschen leiden. Hat die gleiche Wirkung wie der Pfeffer, und zwar einfach den Stoffwechsel ein bisschen ankurbeln. Und zu guter Letzt grüner Tee. Jeder weiß ja, grüner Tee ist das Abnehmgeheimnis Nummer 1 in Verbindung mit Ingwer und Orange. So, dann legen wir mal los. Als allererstes müssen wir natürlich das Wasser kochen. So, in der Zwischenzeit können wir schon mal den Tee vorbereiten. Nehmen hier einen Schuss Sojasauce rein. Zack. Nicht zu viel, weil sonst wird es echt eklig. Das habt ihr echt keinen Bock, das zu trinken. So, dann nehmen wir eine Peperoni. Die müsst ihr einfach nur reinschmeißen und gleich mitziehen lassen. Dann je nachdem, wie scharf ihr es mögt, so 2-3 Prisen Pfeffer dazu. Und natürlich zu guter Letzt der gute Tee. Das Ganze müsst ihr dann ein bisschen länger ziehen lassen, weil die Peperoni braucht so ein bisschen, bis es ready ist. So, dann warten wir. So, jetzt haben wir hier den Tee fertig. Der muss jetzt ich würde den so 10 Minütchen ziehen lassen, dann kann man den gut trinken. Und in der Zwischenzeit, wo der zieht, zeige ich euch dann schon mal, wenn ihr den getrunken habt, wie ihr zu Bett gehen müsst. Kommt mal mit. Jetzt sind wir hier im Schlafzimmer. Ganz wichtig ist, wir wollen, dass unser Körper viel Temperatur entwickelt. Und das kriegen wir einerseits natürlich durch den Tee hin und als zweites, indem wir mit offenem Fenster schlafen. Weil wenn es schön kalt ist bei uns im Schlafzimmer, dann muss unser Körper die ganze Zeit unsere Körpertemperatur aufrechterhalten. Deswegen, wenn ihr könnt, deckt euch nicht zu. Falls es euch aber doch zu kalt ist, dann macht einfach nur schön die Fenster auf. Könnt auch ohne Oberteil schlafen und dann legt ihr euch hin. Gut, Leute, ich wünsche euch gute Nacht. Ja, Leute, wer von euch das nicht verstanden hat, das war natürlich nur ein Joke. Ich hoffe, ihr habt das nicht wirklich geglaubt, dass das Ganze funktioniert. Aber es gibt ja da draußen in der Welt so 1000 Wundermittel, die gepriesen werden, wo versprochen wird, dass man damit schnell und einfach Fett verliert. Wenn es tatsächlich so schnell und einfach gehen würde, dann wären eigentlich alle schlank. Keiner würde mehr richtig trainieren gehen und keiner würde sich die Arbeit machen. Aber so ist es nun mal nicht. Leider ist es nicht ganz so einfach mit dem Fettverbrennen. Wenn ihr mal überlegt, wie viel Kalorien müsste man verbrennen, um 1 Kilogramm Fett zu verbrennen, reines Fett. Ihr könnt nachgucken, es sind 9000 Kalorien, die man verbrennen muss, um 1 Kilogramm Fett zu verbrennen. Und das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt 9000 Kalorien Defizit machen müsst, sondern ihr müsst gucken, dass ihr Tag für Tag so viel Kalorien einspart, dass ihr vielleicht am Ende der Woche 1 Kilogramm Fett verbrennen könnt. Oder wenn ihr kleineres Kaloriendefizit habt, dann peu à peu immer höher skalieren. Ja, Leute, eigentlich wollte ich mit diesem Video nur ein bisschen aufklären darüber, wie das Ganze wirklich funktioniert. Ich habe ja viele Videos auch gemacht über Ernährungsgrundlagen und so weiter. Checkt die alten Videos ab, da findet ihr eigentlich alle Informationen, die ihr braucht, um wirklich abzunehmen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen, ich konnte ein bisschen aufklären. Abonniert diesen Channel hier unten. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, viel Erfolg beim Abnehmen, wenn ihr abnehmen möchtet mit eurem Weihnachtsspeck. Wenn ihr Fragen habt, noch explizit zum Thema Ernährung, Abnehmen, Training, Fettverbrennung und so weiter, schreibt sie auch ruhig in die Kommentare. Ich beantworte sie nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.